Hallo Kinder, Freddy und ich hoffen, dass es euch gut geht. Und wir haben eine neue, spannende Geschichte für euch. Die Geschichte von Daniel. Schau, das ist Daniel. Und das ist sein Zuhause. Hier wohnt Daniel. Und jeden Morgen geht er an sein großes Fenster und macht das Fenster weit auf. Dann schaut er in die Ferne. Ganz dahinten ist Jerusalem, die Stadt Gottes. In Jerusalem ist Daniel geboren und aufgewachsen. Doch jetzt lebt er schon viele Jahre in diesem fremden Land. Aber Daniel weiß, Gott ist auch hier bei ihm. Und darum redet Daniel mit Gott wie mit seinem Freund. Jeden Morgen kniet sich Daniel auf den Boden und betet zu Gott. Ich weiß nicht, was Daniel Gott gesagt hat. Vielleicht hat Daniel gesagt, danke, dass ich in der Nacht so gut geschlafen habe. Vielleicht hat Daniel gesagt, danke, dass du auch heute bei mir bist. Ich hab dich lieb. Amen. Aber ich weiß, dass Daniel jeden Tag mit Gott spricht. Daniel arbeitet für den König. Der König findet Daniel super, denn Daniel ist sein bester Mitarbeiter. Der König hat viele Mitarbeiter, wichtige Männer. Einer von ihnen ist gerade beim König. Dieser Mann sagt, lieber König, du bist doch der Chef in unserem Land. Hier wohnen aber auch Menschen, die sagen, Gott ist der Chef. Wie findest du das? Fändest du es nicht besser, wenn nur du Chef bist? Wenn niemand mehr mit Gott reden darf? Dem König gefällt die Idee. Der König möchte allein der Chef von allen Menschen sein. Der König sagt, so machen wir das. Keiner darf mehr zu Gott beten. Wer es trotzdem tut, obwohl ich es verboten habe, der soll von den Löwen gefressen werden. Die Löwen leben in einer Höhle am Stadtrand. Die Höhle ist mit einem großen Stein verschlossen. So können die Löwen nicht abhauen. In der Mittagspause geht Daniel nach Hause. Daniel weiß, was der König gesagt hat. Niemand darf mehr beten. Aber Daniel möchte weiter mit Gott sprechen. Daniel öffnet das Fenster, kniet sich auf den Boden und betet. Die Mitarbeiter des Königs gehen durch die Stadt und sie kommen Daniels Haus immer näher. Da ist ein Fenster offen. Leise schleichen sie sich in die Nähe und schauen vorsichtig hinein. Tatsächlich, Daniel kniet auf dem Boden und hält die Hände nach oben. Daniel redet mit jemandem, den man nicht sehen kann. Daniel betet. Das darf er doch nicht. Die Männer laufen ganz schnell wieder zum König und sagen, du hast doch gesagt, wer mit Gott redet, muss in die Löwengrube. Daniel, der betet. Wir haben ihn erwischt. Du musst Daniel jetzt bestrafen. Der König ist traurig. Daniel ist sein bester Mitarbeiter. Der König mag Daniel. Daniel soll nicht von den Löwen gefressen werden. Was kann der König tun? Der König hat keine Idee. Er geht zur Höhle, in der die Löwen sind. Seine Mitarbeiter holen Daniel. Dann muss Daniel zu den Löwen. Der König geht nach Hause. In dieser Nacht kann er nicht schlafen. Der König ist sehr traurig. Daniel darf nichts passieren.
Am nächsten Morgen läuft der König ganz schnell zur Löwenhöhle. Und der König ruft: Hallo, hallo Daniel, lebst du noch? Hat Gott auf dich aufgepasst? Daniel antwortet: Ja, König, es ist alles gut, ich lebe. Gott hat einen Engel geschickt. Und der Engel hat den Löwen das Maul zugehalten. Die Löwen haben mir nichts getan. Der König freut sich sehr. Daniel kommt heraus, ohne eine Verletzung. Gott hat ihn beschützt.